Und ich selbst besitze auch keine Konsole. Hast du aber mal. Aber das ist ein anderes Thema. Hatte mal eine, genau. Kann ich das abbauen oder gehst du kaputt? Scheiße, geht kaputt. Mist. Wie mache ich das denn jetzt? Was denn? Nee, ich dachte, der Block, das wäre ein normaler Holzblock, dabei war es eine Treppe. Naja. Dann reiße ich die Riege doch mal ab, sonst sieht das irgendwie so ein bisschen komisch aus. So. Lalalala. Oder ich könnte vielleicht... Na, sieht das noch was aus? Irgendwie. Ja, doch, irgendwie hat das was, ne, Leute, oder? Ja, doch, ich denke schon. Hat schon irgendwie was. So, die Crafting-Box, die lasse ich mal da stehen. Hier, das können wir mal zumachen, damit das hier ein bisschen so abschließt. Das könnten wir eigentlich auch mal so ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Zack, 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 zack. So, hat jetzt zwar keinen großen Sinn gehabt, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Einfach ein bisschen Deko hier reinbringen, ne? Ich habe mein Haus ein bisschen vernachlässigt, muss ich ja sagen. So, guck mal, es sieht doch richtig schnick aus. Jetzt müsst ihr das natürlich noch vorstellen, wenn hier noch die ganzen Bücherregale drin sind. Dann sieht das schon ziemlich, denke ich mal, sieht das schon ziemlich schnick aus, will ich mal sagen. Aber sonst so, der Dachboden ist ready, ne? Und ich glaube, wir können ins Bettchen gehen. Also, wie gesagt, Konsole oder PC, bei mir ist die Entscheidung eigentlich grundsätzlich ziemlich leicht. Ich liege übrigens schon im Bettbuggy. Ja, ich bin immer noch ganz unten in der Höhe. Ich habe vergessen, Bett mitzuholen. Wie immer also. Senran, ja. du bist doch hier bei mir vor der Höhle. Komm doch schnell hergeluschert. Ja. Seht ihr das? Ein romantischer Abend zu zweit. Zombie und der kopflose Zombie sitzen auf dem Dach des Schafgeheges und sehen sich die Sterne. Oh, wie romantisch. Und das arme Skelett steht da unten. Wieso darf ich ja heute nicht hier hoch? Okay, jedenfalls, wie gesagt, für mich ist die Entscheidung komplett klar. Ich guck einfach, welches Spiel kommt für Konsole raus oder nicht. Grundsätzlich ist es aber normal, so gut wie jedes Spiel kommt für Konsole raus, manchmal sogar früher. Und ja, ich bevorzuge eigentlich grundsätzlich Konsole. Ich habe eigentlich auch so gut wie alles für Konsole. Und ja, ich bin halt ein Konsolenkind. Ne? Für mich ist die Entscheidung. Für mich ist die Entscheidung einfach immer direkt klar. Konsole vor PC. Außer halt bei diversen kleinen Ausnahmen. Aber wie gesagt, sind das auch nur Ausnahmen. Dementsprechend sieht auch mein PC im Gegensatz zu meinem Konsolenregal ein bisschen vom Verhältnis her ein bisschen anders aus. Also in Form der Spiele jetzt, ne? Von der Anzahl her. Also da kann mein PC-Ding nicht mithalten. Ich habe auch grundsätzlich nur entweder so Rollenspiele wie Gothic oder Risen oder Skyrim oder Fable. Aber sonst alles nur Aufbauspiele. Ich bin dann so ein kleiner Aufbaustrategie-Fan. So Arno, Siedler oder auch Civilization oder diverse andere Sachen. Da bin ich so ein kleiner Fan von. Muss ich ja sagen. Spiele ich gerne. So, hier bauen wir mal ein bisschen aus. Das braucht keiner. Wow, nicht zu weit. So, so. Falls jetzt der ein oder andere hoffentlich nicht ein bisschen ärgerlich sein hier wegen so ab und zu mal so einem kleinen Leck oder sowas, ne? Passiert halt mal. Kann ja sein, dass sich jemand beschwert darüber. Hat sich zwar noch niemand beschwert, aber ich meine ja nur. Jedenfalls, Leute, könnt ihr aber jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, was ist euch denn lieber, wenn ihr ein Spiel kauft? Kauft ihr lieber eher grundsätzlich Konsole? Oder seid ihr doch lieber die Leute, die sagen, nee, ich kaufe mir das für einen PC? Das wird doch einmal wirklich interessieren, wer welche Spiele am liebsten holt. Falls es da irgendwie, auch so wie bei mir, bei diversen Unterschieden, dann doch auch mal doch zu PC oder Konsole greift. Je nachdem. Könnt ihr echt mal in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich mal interessieren, wer denn so eure Favorite-Systeme sind. Ob lieber Konsole oder PC. Könnt ihr auch mal reinschreiben, einfach warum? Warum spielt ihr PlayStation? Warum spielt ihr gerne Xbox oder Wii oder sonst irgendwas? Oder PC? Könnt ihr einfach mal reinschreiben. Ja, kann man einfach mal machen. Oder Buggy? Ja, noch, ne? Ja. Ja, sagte der Klabauter und baute weiter in sein Höhlending. Ja, natürlich. Hat hier irgendwie so einen Block hingesetzt. Ohne jeglichen Grund. Hä? Wer? Du. Wo? Du, ja, hier. Wo? Hier am Eingang. Ich baue das mal so. Ah, der Cobblestone?
Ja, der Cobblestone. Nee, lass ne! Lass ne! Wie, ich verdient das Orientierung. Hä? Da dient das Orientierung, da kommen Herr Cobblestone Treppen hin. Oh. Ja. Ich hab jetzt da komplett Cobblestone hingeklatscht. Kannst du ja nachher abreißen. So, jetzt sieht hier aber alles kobbliger aus. Hahaha, der bist da hingekommen. Oh, ich hab einen großen Slime. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier bei irgendwie Buggy ist. Ich denke aber nicht. Ich will einen Slime töten. Und oben höre ich einen Slime. Deshalb, wir werden auf Schleimsuche gehen. Die Schleims habe ich eigentlich noch gar nicht so wirklich Ahnung, was wir damit großartig... Also ich weiß natürlich, was man damit machen kann. Aber keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Schleim! Hallo? Hier draußen ist kein Schleim. Außer ein Creeper und eine Spinne. Die werde ich aber mal nicht anrühren. Der Schleim muss hier sein. Oder er ist weg. Hallo? Töte ihn. Ja, wie denn? Ich weiß ja nicht, wo er ist. Such ihn, mach die Augen auf. Glubsch. Glubsch. Glubsch-Scan aktiviert. Mhm. Der muss hier sein. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Hallo? Ich will diesen Schleim haben, Leute, ihr hört den doch, ne? Buggy müsste den aber eigentlich auch hören. Nö. Ist das jetzt eine Höhle oder ist es einfach nur dunkel? Es ist einfach nur dunkel. Ich höre hier komplett einen Schleim. Der muss hier irgendwo sein. Und der hört sich an, als würde er voll auf Koks sein. Wie er hier abgeht. Leute, das Geheimnis des Slimes. Ich habe auch keine Ahnung, wo der sein soll. Ist er über mir? Ist er unter mir? Sei mal ruhig. Ja, sehr ruhig. Alter, der geht richtig ab. Ah. Hi. Hi. Hast du ihn? Nö. Anscheinend ist er... Ja, wenn du nicht immer so schwätze wirst. Den hört man noch so fett. Nee, ich schon's leise. Ja, dann mach lauter. Nee. Ja, hast du Pech gehabt. Jetzt sind sie tot. Egal. Der ist gerade gestorben. Mir egal, was mit dem scheiß Slime ist. Tschüss. Ah, jedenfalls ist er gerade verreckt. Boah, halt so gut. Bist du da wie ich? Der war wohl irgendwie in der Wand reingebackt. Und, naja, egal. Die Geschichte des Slimes endete leider in einem tragischen Todesfall. Aber wenigstens haben wir jetzt ein paar Cobbles. Und Erde. Brauchen wir ja, ne? Okay, so, also wie gesagt, Konsole oder PC, welche Spiele spielt ihr am liebsten auf welchem System? Also nicht welche Spiele, sondern Spiele allgemein, auf welchem System bevorzugt ihr? Oh, Eisen. Der Zombie hat Eisenbarren gedroppt. Das sehe ich natürlich gerne. Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Er ist voller Feuer. Lodern ist Feuer der Jugend. Und tot. So, können wir aber mal zur nächsten Frage gehen. Wir wurden zum Beispiel gefragt, was haltet ihr davon, wenn Kinder, also so ungefähr 8 oder jünger oder älter, anfangen mit Rauchen? Ist ja immer so ein Thema, ne? So, die Kiddies finden es immer voll cool. Und so, weißt du? Und die Eltern sagen immer, nee, 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 nee. Und das treibt ja den Kindermeister immer noch extra rein zu bashen, ne? Wenn die Eltern Nein sagen, muss es ja gut sein, sozusagen. Mhm. Ja, da war dann halt eine Frage, die uns gestellt hat. Was haltet ihr davon, wenn Kinder, so 8 oder jünger oder älter, wie auch immer, anfangen einfach zu rauchen, weißt du? Ob es jetzt einfach wegen Dazugehörigkeit ist, ne? Weiß ich nicht, weil die Freunde das machen und dann einfach mal mit cool sein will. Oder ob man einfach, weiß ich nicht, man will es einfach mal ausprobiert haben oder so. Aber ganz ehrlich, am besten gar nicht damit anfangen, weißt du? Weil jetzt ist es vielleicht noch cool, aber glaubt mir, Leute, das ist nicht cool. In 20 Jahren ist es nicht mehr so cool. Genau. Heutzutage, weißt du, wenn noch so Teenager und so,
ja, dann ist das alles noch so cool und weil die Freunde das machen und einen da vielleicht auch so ein bisschen drängen, machen viele das natürlich auch noch so. Ja, natürlich. Aber Leute, sei es euch gesagt, lasst es lieber. Das kostet später nur Geld, es ist ja ungesund. Und nur dumme Leute rauchen. Ja, nur dumme Leute rauchen. Ja. Ja, am besten ihr sagt es jeden, der raucht. Ihr seid genau. Doof. Nein. Genau. Natürlich jetzt so direkt jetzt nicht sagen. Aber wenigstens so ein bisschen ins Gewissen so. Das ist schon nicht cool. Alle Leute, die jetzt vielleicht, oder alle vielleicht, die noch kleiner sind, ne, die vielleicht angefangen haben damit, oder vielleicht irgendwie so die Freunde machen es gerade und vielleicht mit den Gedankenspielen damit anzufangen. Lasst es lieber sein, sagt lieber nein, danke, euch wird niemand dafür ausbuhen oder irgendwie als Feigling oder sowas zu bezeichnen. Weißt du, lieber so, lebt lieber gesund. Weißt du, lasst es lieber, es kostet nur Geld, habt nur Stress damit, ist halt eine Sucht, ne? Genau. Wenn ihr halt damit anfängt, das wird dann immer mehr. Am Anfang denkt ihr, ach, ist ja nicht so schlimm, dann wird es immer mehr und irgendwann ist es dann so viel, dass man damit nicht aufhören kann. Und deshalb, Leute, lasst es lieber. Ist es besser so. Ne? So. Das nur einmal gesagt haben, ne? Es ist uncool. Einfach nicht damit anfangen, Thema ist gegessen. Ich meine, für die Leute ist jetzt vielleicht bei, jetzt in dem Beispiel jetzt mit 8 Jahren ist das jetzt nicht so der Fall, aber wenn ihr mal im Biologieunterricht, ich weiß nicht, so 8. Klasse vielleicht nimmt man das so durch, ne? Ich weiß nicht, ob das jeder so durchnimmt, aber wir hatten zum Beispiel schon allein, wenn das war so eine Szene, unsere Lehrerin zeigt eine gesunde Lunge, ne? Also so eine echte Lunge, ne? Es geht jetzt hier um eine echte Lunge, kein Bild oder ein Video, sondern es war eine echte Lunge. Eine gesunde, wie eine gesunde aussah, ne? Und dann mal wie eine Raucherlunge aussieht, ne? Und leider, nicht nur, dass man davon das Würgen kriegt, wie eine Raucherlunge aussieht, danach hat man auch wirklich keine Lust, überhaupt ansatzweise davon anzufangen, weil das so eklig zum Kotzen aussieht. Und wenn man bedenkt, dass wenn du damit anfängst, das so aussieht, nee. Also, Leute, am besten für die Leute, die es nicht im Bio hatten oder vielleicht zu klein sind und das allgemein noch gar nicht haben, weil sie vielleicht noch gar nicht Bio haben. Vielleicht, kann ja sein. Googelt einfach mal Raucherlunge. Keine Ahnung, was da rauskommt, aber es wird wahrscheinlich nicht lecker aussehen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr damit anfängt, sieht das in, naja, sagen wir mal, in ein paar Jahren bestimmt so ähnlich aus. Und dann überlegt man sich zweimal, ob man damit anfängt. Ich renne total sinnlos einfach durch mein Haus. Aber ihr seht ja, ich habe meine Brauständer fertig, ne? Hab schon schon Wasserflaschen reingemacht. Und siehst du, ich war natürlich jetzt nicht sehr schlau. Da kann ich jetzt natürlich mal zeigen. Ich habe jetzt natürlich leere Flaschen reingemacht. Das war jetzt ein bisschen doof von mir hinterher. Ich war jetzt so abgelenkt, weil hier eigentlich hier, ne, wegen den Texturenpack, ne, hier so blubber. Aber jetzt kann ich mal zeigen, ne? Ups, so ein bisschen höher. Zack, 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 zack. Und wir haben schön alles voll mit Wasserflaschen. Die sind leider nicht stackbar, ist natürlich ein bisschen schade. Aber da seht ihr, wie praktisch unsere kleine Wasserquelle in unserem Haus ist. Ist doch super. Und cool, wenn die Sonne untergeht, dann leuchtet das hier so ein bisschen unter dem Dachboden. Ist schon ein bisschen cool. So, die Sonne geht unter. Buggy ist natürlich... La 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 la. Die Sonne geht unter und ist klar. Ich liege im Bett. Ach, du liegst im Bett. Ey, ja. du hast mir ein Bett geklaut, du Pisser! Ich bring's hier ja wieder. Drecksack, ich dreh mich gerade zu meinem Bett um, wunder mich. Wir wollten dich gerade noch lobend dafür loben, dass du ein Bett hast. Und dann sehe ich, dass ein Bett von mir weg ist. Ja. So ein Drecksack. Ja, bekommst du aber wieder. Ja, hoffentlich kommst du wieder. Oh, Leute. Noch zum nächsten Creeper geht's kaputt. Ja, bei meinem Glück bestimmt. Oder Leute, was meint ihr? Ja, der kleine Drecksack ist ein kleiner Creeper-Magnet. Ja, weiß ich doch. Da bist du. Nee, guck mal, ich hab hier Zeugen. Ich hab hier so viele Zeugen vor mir stehen, die alle sagen... Das sind keine Zeugen. Doch, das sind Lebewesen. Alter, das ist meine Klonarmee. Ne, Leute? Ja, wir sind echte Lebewesen und werden dich begleiten. Wir werden hinter dir herlaufen. Du bist unser Führer. Okay, danke.
Also, die haben mit mir geredet. Hinterherläuft. Die haben mit mir geredet. Mit dir will keiner reden. Das sind meine Klonkürbisse, nicht deine. Will keiner reden, ja. Spätestens ja. Bis du deine Kürbisse hast, dann können wir meinetwegen Krieg führen. Wenn wirklich Klonkrieger. Angriff der Klonkrieger. Gegen Klonkrieger.